Mose, als kleines Kind im Nil ausgesetzt. Im Palast des Pharaos aufgewachsen, doch dann als Mörder in die Wüste geflohen, in der Hitze und Einsamkeit als demütiger Hirte. Gott sprach: Ziehe deine Sandalen aus, ich will dir begegnen, ich bin da. Dann rief Gott Mose, sein Volk ins verheißene Land zu führen, trotz seines Versagens, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm, aufgebrochen auf dem Weg der Verheißung. Mose, aufgebrochen trotz Ungewissheit. Ja, die Frage, die sich Mose im Volk Israel gestellt hat, war die: Umkehren oder weitergehen? Der Löhne Christen hat am letzten Sonntag von dem Auf und Ab von dem Volk erzählt. Über 400 Tage sind schon in der Wüste. Knapp ein Jahr sind sie am Berg Sinai gewesen, haben manches erlebt dort. Jetzt sind sie in der Wüste Paran, einem weiteren Stück, sind ein bisschen weiter gelaufen von dort. 400 Tage, die Füße haben geschmerzt, kann ich mir vorstellen. Die sind durchgeschüren gewesen, haben gerieben. Die Augen haben gebrannt von dem Sand. Manna, nichts wie Manna. Der Röne hat das am letzten Sonntag eindrücklich geschildert. Durst, den sie plaget hat. Die Frage ist, umkehren, Übungsabbruch oder weitergehen? Das ist vielleicht auch die Frage, die du dir manchmal im Leben stellst. Umkehren, abbrechen, alles zurück zum Alten oder gehen wir weiter? In diese Situation schickt Mose 12 Kundschafter, mal schauen, wie sie in diesem Land aussehen können. Das Volk Israel hat die Vision, den Traum, für das, was sie gelebt haben im letzten Jahr, das haben sie aus den Augen verloren. Da schickt Mose die 12 los. Die gehen, sind 40 Tage. Der Auftrag ist, sie schauen mal um in diesem Land. Ist es wirklich so, dass Milch und Honig fließt dort? Oder ist es nicht so? Die haben sich das angeschaut und sind zurückgekommen, schwer beladen mit Früchten, mit Trauben. Es gibt so Bilder. In der Kinderkirche sieht man die manchmal so. Ein Ast, der sich durchbeugt und eine riesige Traube, die dranhängt. Das sind Früchte im mega, mega, mega Bereich. So sind die gekommen und dann haben die angefangen zu erzählen. Spannende ist, 12 sehen und erleben das Gleiche und kommen zu total anderen Ergebnissen. Zwei, der Josef und der Kaleb, sagen, das ist gut. Lass uns weitergehen. Lass uns das Land rein. Lass uns in das Land ziehen. Da fließt wirklich Milch und Honig. Und die 10 anderen sagen, keine Chance. Wir sind ins Land gekommen. So sagt der Josua und der Kaleb in dem Vers 27. Sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast, und es fließt wirklich oder tatsächlich Milch und Honig. Vielleicht sind sie selber überrascht gewesen. Und dies sind seine Früchte. Und dann haben sie die Früchte vorgeführt, die 12. Granatäpfel, Feigen, Trauben, die riesen Trauben. Der Boden ist gut, haben sie gesagt. Der Boden ist gut. Wir haben wirklich gesagt, da fließt Milch und Honig. Natürlich, es gibt da auch ein paar Hindernisse, um da reinzukommen. Das sind die weiteren Verse, die von dem erzählen. Es gibt da auch Riesen, es gibt befestigte Städte. Es ist ein weiter Weg, den wir gehen müssen. Aber wir können es packen. Der Punkt ist der heute Morgen. Und das ist die Frage. Du kannst in deinem Leben ein Mensch sein, der das Positive sieht, der sieht, dass es möglich ist, in so ein Land hineinzugehen. Du kannst der sein, der in einem Projekt sagt, komm, lass uns weitermachen. Wie die beiden, der Josef und der Kaleb. Komm, wir packen das, es ist möglich, wir können gehen. Ich möchte die Menschen mit einem Feueranzünder vergleichen. Ich habe so einen mitgenommen heute Morgen, es ist so ein kleiner, aber gleich, man sieht es, glaube ich. Du kannst ein Mensch sein, wo in dir oder in anderen ein Feuer entfacht. Ich habe genug lang Sport gemacht und ein Team betreut und gemerkt, es ist ein riesen Unterschied, wie ich mit meinen jungen Spielerinnen oder Spieler sind es gewesen, mit denen rede, ob ich eigentlich vom Ziel überzeugt bin oder nicht überzeugt bin. Wenn ich selber schon irgendwo schwere Hosen habe, vom Hinterteil, wo das Zeug runterrutscht, dann ist es schwierig, andere zu motivieren.
Josef und der Kaleb, die sind Menschen gewesen, sind Feueranzünder, die gesagt haben, komm an, lass uns das packen, wir schaffen das. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe ist es möglich. Du kannst in deiner Familie, in deiner Kleingruppe, in deinem Freundeskreis, wo du auch immer lebst, so ein Mensch sein, in deinem Verein, der sagt, komm an, wir packen es. Wir packen es, es ist möglich. Oder du kannst eine Person wie die anderen zehn. Die anderen zehn, wir lesen von ihnen Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Wir haben keine Chance, heisst das. Vergiss den Traum, vergiss das Land jetzt definitiv, wir haben keine Chance. Spürst du es? In dir brennt vielleicht irgendwo ein Feuer, du denkst, es ist möglich, du willst dich auf die Reise machen, das Feuer ist angezündet. Es hat immer Menschen, das möchte ich mit dem sagen, es hat immer Menschen um dich herum. Du kannst sicher sein, das sind Zärtige, komm, brennt bei deinem Feuer. Die versuchen es auszublasen, die blasen es aus, keine Chance, es wird nicht gelingen, es geht nicht. Dann stehst du auf und sagst, wohl, wir können es packen. Ist gut, sitze ich ein bisschen weiter weg, ich habe einen nassen Atem da heute Morgen. Kennst du es? Du hast einen Traum, du hast eine Idee, du hast einen Wunsch, du hast ein Ziel und kaum äußerst du nur einen Satz von dem, vielleicht in der Familie, in deinem Umfeld. Für löschen. Ich habe einen mitgebracht, ein grösseres Teil, weil es sind schließlich ja auch irgendwo 10 gegen 2 gewesen. Oder kaum hast du eine Idee. Jetzt ist die Vaterstreie gefährdet, gell? Haben alle ein bisschen Angst? Ich sehe da in den Gesichtern, aber keine Angst. Es ist ein CO2-Feuerlöscher, ohne Schaum, aber gleich. Verstehst du? In dir brennt etwas, du möchtest einen Schritt weitergehen, du möchtest etwas machen, du bist überzeugt von diesem Entra. Frag mal den René und andere. Passiert nichts. Kaum redest du wieder von meinem Entra. Und du musst unheimlich Glauben haben, um die Schritte dann gleich zu machen. Die Feuerlöschermentalität. Ich möchte über die Feuerlöschermentalität, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was kommt mir entgegen dem Text, den wir da reinlesen. Es gibt so etwas, das die Mentalität kennzeichnet. Die Menschen, die irgendwo in diesem Modus, in dieser Mentalität leben, sehen immer das Negative. Ich möchte jetzt verdeuteln, was ich meine, eine Geschichte erzählen. Ein Vater und ein Sohn, die hatten einen Esel. Und eines Tages haben sie gesagt, lass mit dem Esel in die Stadt gehen. Und der Vater hat sich auf den Esel gesetzt und der Kleine hat den Esel geführt und sie sind in die Stadt gelaufen. Kaum kommen sie in die Stadt hier, sagen die Leute, was sagen sie? Was ist das für ein frecher Kerl? Der Vater, siehst du nicht die kleinen Beine, die kurzen Beine von diesem Sohn? Der hätte den ganzen Weg müssen laufen, das geht doch nicht. Der Vater und der Sohn sind tief beeindruckt, sie sind heimgelaufen und haben gesagt, das haben wir nicht gut gemacht, wir müssen es morgen anders machen. Sie haben gesagt, morgen machen wir es umgekehrt. Sohn, du sitzt auf dem Esel und ich laufe nebenher. Und so sind sie losgezogen, sind wieder in die Stadt gekommen und die Leute in der Stadt, was haben die gesagt? Jetzt schau mal den Schnösel an, die Frechheit. Jetzt lässt er seinen Vater neben dem Esel zulaufen, das geht er gar nicht. Vater und Sohn und Esel haben miteinander geredet und gesagt, nicht gut, das müssen wir anders machen. Sind wieder heimgegangen, haben sich überlegt, wie könnten wir es machen. Dann haben sie gesagt, Mann, machen wir es so, wir laufen beide neben dem Esel in die Stadt. Dann sind sie wieder aufgebrochen, in die Stadt hineingetroffen und die Leute in der Stadt haben gesagt, was haben sie gesagt? Was sind das für dumme Kerle? Jetzt haben die einen Esel und reiten nicht einmal drauf. Vater und Sohn und Esel haben die Köpfe wieder zusammengestreckt und gesagt, das geht gar nicht, das ist nicht gut gegangen, wir müssen es anders machen. Und so sind sie zur Überzeugung gekommen, Mann, hocken wir beide auf den Esel. Und so sind sie wieder aufgebrochen, in die Stadt hineingelaufen, sind in die Stadt hineingekommen und sagen die Leute, das geht doch gar nicht. Der arme Esel, das hat so eine Last zum Tragen. Ist doch unmöglich. Vater und Sohn und Esel haben die Köpfe zusammengestreckt und gesagt, das ist nicht gut gewesen. Morgen müssen wir es anders machen. Morgen machen wir es so mit Tragen, den Esel in die Stadt hinein. Und so sind sie am Morgen in die Stadt hineingelaufen, haben den Esel getragen und die Leute, die in die Stadt, wo sie in die Stadt kommen, was sagen die Leute? Jetzt schauen wir mal die dummen Kerle an. Jetzt haben die einen Esel und tragen den Esel. Geht doch gar nicht. Merkst du es? Du kannst machen, was du willst. Es gibt Leute, du kannst machen, was du willst.
Und die sehen immer nur, so geht es nicht, das ist unmöglich, das machen wir doch nicht. Die haben so die Feuerlöscher-Mentalität. Oder du kommst und hast eine gute Idee, du reitest auf dem Esel, wie wir es gelernt haben, in die Stadt rein. Oh, 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 oh. Das war jetzt ein bisschen kräftiger. Jetzt ist gut, habe ich diesen Blättern nicht mehr gegeben. Sonst ging es jetzt richtig los. Aber ich habe sie auch irgendwie vorbereitet und dann kommt das schon gut. Ja, die sehen das Negative. Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Es ist nicht die Geschichte von Esel und von dem Sohn und von dem Vater, sondern wir schauen einmal, was die Argumente sind von diesen Leuten dort. Vers 32. Ich lese es aus der Bibel. Oh, da hat es gerade auch umgewühlt. Vers 32. Wir sehen etwas von dem, das Negative gesehen. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, oder nein, und sie verbreiten Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten. Merkst du etwas? Wenn die Argumente nicht mehr weiterlangen, dann verbreitest du Gerüchte. Das haben die da gemacht. Das Land, das wir durchzogen haben, ist ein Land, Achtung, das seine Einwohner frisst. Ich weiß nicht, wie lange das zugeschaut haben, wenn sie verspissen haben. Auf jeden Fall haben sie den Eindruck, die merkst du es? Unmöglich, keine Chance, lass es bloß nicht hingehen, viel zu gefährlich. Wenn wir da auftauchen, da könnte unser Leben gehen. Und die Menschen dort sind riesengroß. Das war die Argumentation. Und jedes Mal, wenn du so ein Argument hörst, und das sind ja stichhaltige Argumente, dann kommt der Feuerlöscher wieder zum Einsatz. Es geht einfach nicht, wir können es nicht machen. Das ist eine der Mentalitäten. Du siehst immer die Schwierigkeiten, das Negative an etwas, an einem Projekt, wieso das gerade nicht könnte gelingen. Das zweite Kennzeichen von dieser Mentalität. Sie sehen nur die Schwäche. Und ich möchte Vers 33 lesen. Wir sahen dort auch Riesen, das ist so gewesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Also was sind wir gewesen? Wir sind Heugümperli gewesen. So kleine Heugümperli. Ich habe einen mitgebracht. Ich sehe einen da vorne. Oder jetzt kannst du schon überlegen, wenn du so ein Heugümperli bist, wenn du dich so siehst, die anderen sehen dich so und ich sehe mich selber so und du siehst die Riesen, was soll denn so ein Heugümperli machen? Die sind mega, mega, mega klein. Und so ein Ries, wenn ein Heugümper kommt, das passiert schon mir, ich bin nicht wahnsinnig gross, aber ist höchstens etwas Eckliges von da umeinander, viert oder macht oder dich da irgendwie abfötelt oder so. Aber eine wirkliche Chance hat so ein Heugümper nicht. Wir sind so Heugümper gewesen. Wir haben uns so gesehen wie die Heugümper. Und schau, es gibt Leute, die sagen, schau dich mal an, du bist doch viel zu jung. Du bist doch viel zu unerfahren, viel zu schwach. Oder du bist viel zu alt, so wie ich. Deine besten Jahre sind vorbei, was willst denn du noch? Und es gibt immer Leute an deiner Seite, die sagen, schau, du bist zu unbegabt, du kannst es nicht. Du bist zu jung, zu alt, zu reich, zu arm, was auch immer. Einfach nicht feig. Das ist die Mentalität von Feuerlöschern. Es geht einfach nicht. Wenn du dich anschaust, dann kommst du selber zum Schluss, schau, am besten aufgeben. Einfach jetzt fertig machen, Übung abbrechen. Zweites Kennzeichen, die Schwäche. Du siehst immer nur die eigene Schwäche und die Schwäche bei den anderen. Ich habe mich gefragt, ist es deine Mentalität, wenn du so auf den Umgang mit deinen Kindern schaust? Ja, du bist noch viel zu klein. Umgang mit deiner Frau, deinem Mann. Ja, du musst mich machen lassen, kannst du eh nicht. Komm, bist zu ungeschickt. Übergib an mir. Du hast ja keine Geduld. Und jedes Mal, wenn du so einen Satz hörst, immer merkst du, ich bin einfach gerade nicht richtig. Ich bin offensichtlich nicht geeignet für das. Da braucht es viel mehr, da braucht es etwas ganz anderes. Das dritte Kennzeichen. Feuerlöscher setzen sich, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, mit aller Kraft dagegen ein, dass etwas scheitert. Und so haben es auch unsere Leute da gemacht. Wir lesen davon im Kapitel 14, Vers 4. Sie sprachen zueinander,
Achtung, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Haben wir vor 3 Kapiteln schon mal gehabt, Kapitel 11. Lass uns zurückgehen, es ist schwierig, es gar nicht. Nur, jetzt bleibt es nicht nur bei dem, dass sie sagen, wir wollen das nicht machen oder wir können das nicht machen, sondern jetzt unternehmen sie etwas. Sie fangen an, darüber zu überlegen, wer könnte denn anstelle von Mose, Aaron und Miriam sind auch in diesem engeren Gremium gewesen, wer könnte uns denn da führen, dass wir zurückkommen nach Ägypten? Wir haben keine Chance. Leute, wir haben keine Chance, das Projekt in das Land irgendwie zu bewerkstelligen. Du kannst jedes Projekt nehmen, das du willst, wo du vielleicht selber drinstehst und du wirst Leute erleben mit dieser Feuerlöschermentalität, die irgendwann anfangen, Schritt gegen das Projekt zu unternehmen. Das anfangen zu torpedieren. So wie unsere Kollegen da und sagen, lass uns einen Anführer wählen, der uns zurückbringt, wieder nach Ägypten. Völlig glorifiziert Ägypten. Sie haben dort geschuftet wie die Pikten. Sie waren Sklaven gewesen. Haben Hunger gehabt, Durst, alles zusammen, alles ausblendet gewesen. Wir haben es im Kapitel 11 vom René letzten Sonntag gehört. Die haben träumt von Fisch, von Knoblauch, von Gurken, von Melonen. Weisser Donner vor allem. Dort an gehen wir einfach nicht und sie werden aktiv und unternehmen etwas dagegen. Das sind die 3 Kennzeichen. Das Negative gesehen, die eigene Schwäche, immer nur auf die fokussiert sind und mit aller Kraft etwas dagegen unternehmen. Was sind denn die Folgen von dieser Mentalität? Auch darüber redet die Bibel. Ich möchte aus dem Kapitel 14, Vers 1 und 2 lesen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte diese Nacht. Da liest man so. Das ist nicht so, weißt du, wie wenn ich einmal ein bisschen brülle, sondern 2 Millionen Leute ungefähr. Die ganze Nacht durch haben die geschrauen und geschreit. Spürst du etwas? Demotivation pur. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Musst auch noch aushalten. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben. Hat sich nachher übrigens so erfüllt. All die Generation hat das Land nicht gesehen, weil sie sich letztlich nicht gegen den Mose aufgelehnt haben, sondern gegen Gott. Tragisch. Tragisch. Merkst du etwas von dem, was um Feuerlöscher herum passiert? Du verlierst irgendwo die Vision, die Sicht, den Traum, den du kennst, aus deinen Augen. Und es ist ein Auftrag von Gott, dann hat es schwerwiegende Folgen. Dann ist es schwierig. Sie irren nachher 40 Jahre in der Wüste umeinander. Für jeden Tag, den sie ausgekundschaftet haben, 1 Jahr lang. Das war die Konsequenz, weil sie sich letztlich mit dem gegen Gott aufgelehnt haben. Um Feuerlöscher herum ist eine Atmosphäre von Entmutigung. Um Feuerlöscher herum ist etwas Demotivierendes. Es ist etwas, wo du selber sagst, komm, lass es die Übung abbrechen. Es ist da irgendwo wie nicht wohl. Und schau, es gibt immer x Gründe, um irgendwo eine Übung abbrechen, ein Projekt stehen zu lassen, wie weiterzufahren. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo du nicht auch Widerstände hast, wo nicht auch irgendwo Herausforderungen sich breit machen. Es gehört zu der Natur von Sachen, von Projekten, dass es so ist. Die Frage ist die gleiche, wie sich Mose und dem Volk Israel gestellt haben, aufgeben oder weiterfahren. Schauen wir noch die 3 Punkte an von den Feueranzündern. Was ist denn ihre Mentalität? Sie sehen immer die Stärken. Immer. Man sollte zwar nie immer sagen, aber es ist wirklich so, der Joshua und der Kaleb, die sind so überzogen gewesen, dass das Projekt gelingt. Dass sie das Volk beknüllt haben und gesagt, Leute, wir können es schaffen. Wir können es mit Gottes Hilfe schaffen. Sie haben nicht etwa die Vorwände ausblendet, die die anderen kennen. Sie haben nicht gesagt, da gibt es gar keine Riesen. Das stimmt alles nicht. Da gibt es keine befestigte Stadt. Das haben sie alles im Raum stehen lassen. Aber sie haben gesagt, mit Gottes Hilfe ist es möglich, das zu packen. Wenn wir nochmal die Heuschrecken anschauen. Und das ist eine Frage. Sie haben auch nicht gesagt, wir sind uns nicht so vorgekommen wie die kleinen Heuschrecken. Sondern sie haben gesagt, nein, wir sind tatsächlich uns vor wie Heuschrecken. Dem widersprechen sie gar nicht. Wir sind so kleine Heugümperli gewesen. Aber jetzt meine Frage ist die, bist du ein Heugümper oder bist du bloß ein Heugümper? Das ist im Mindset ein bisschen etwas anderes.
Fühle ich mich bloß als ein Heugümper? Und das ist am nächsten Blatt vorne, oder es kommt jetzt dann irgendwann gerade, das kleine und das grosse Heugümperli. Es ist ein grosser Unterschied, ob ich mich bloß so sehe, so klein, oder ob ich mich gross sehe. Heuschrecken haben auch ihre Stärken. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was haben denn Heugümper für Stärken? Eine davon ist ihre Sprungkraft. Und die ist unglaublich. Wenn du so schaust in die Welt vom Sport, der Hochsprung, Weltrekord, der liegt, frage ich jetzt nicht, aber der liegt bei 2,40 Meter. Javier Sotomayor, vermutlich verladen mit allem zusammen, wir hat den Rekord nie mehr gebrochen, vor x Jahren, der gumpet 1,36 Mal höher als seine Körpergröße, wenn er so 1,85 groß war. Zusammen der Stabhochsprung, 6,20 Meter ist der Hochsprung. Duplantis heisst der Schwede, der im Moment inne hat. 6,20 Meter. 3,4 Mal so hoch gumpert, wenn er 1,85 ist, wieder gerechnet, wie seine Körpergröße. Was denkt ihr, wie hoch gumpert so ein kleiner Heugümper? Ein Meter. Der gumpert 60 Mal höher, wie das er selber ist. Also Heugümper, wenn sie sich nur immer auf die Schwächen fokussieren, dann können sie tatsächlich nicht viel. Aber auch ein Heugümper, ich möchte sagen, auch du und ich, auch wenn wir so klein sind, wir haben unsere Stärken. Und sie haben einen ganz entscheidenden Faktor bei sich, Josef und Kaleb. Das ist der Gott, den Israel hat. Und ich möchte Vers 9 lesen da drin. Da sind wir beim Richtigen. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn. Und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Oder fürchtet euch vor nichts. Mit uns, sagen sie, und das ist ihre Argumentation, ist der Gott, denke zurück, der uns aus Ägypten geführt hat. Mit uns ist der Gott, erinnert euch bitte daran, was das Meer geteilt hat vor unseren Augen. Mit uns ist der Gott, der uns versorgt hat mit Wasser, mit Manna, mit Fleisch in der Wüste, wo wir eigentlich nichts sonst gefunden haben. Mit uns ist der Gott, so wie es der David sagt, wo wir über Mauern springen können. Der Gott, der uns, und im Bild gesprochen, der Gott, der uns über Hindernisse gehen lässt. Wo Herausforderungen, wo du Herausforderungen meistern kannst in deinem Leben. Mit uns ist der Gott, den wir vorher gesungen haben, der nichts unmöglich ist. Der Gott ist viel, viel grösser, als wir denken. Mir ist das letzte, als ich die Bibel gelesen habe, durch den Kopf durchgegangen, wo so ein bescheidener Satz steht, er nahm Menschengestalt an. Jetzt musst du mal überlegen, wie er denn sonst ist. Ist ein Ausdruck von Gott, ist, dass er Menschengestalt angenommen hat in seinem Sohn. Aber er ist noch viel mehr. Ganz anders. Allmächtig. Der Gott ist mit uns, sagt Josua und der Kaleb. Der Paulus, der hat es anders formuliert. Er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. In was für Kontext ist das gemeint? In die Herausforderungen von unserem Leben, Leute. In die Herausforderungen von Projekten, wo wir drinnen stehen. Wo wir irgendwo den Eindruck haben und vor der Frage stehen, umkehren oder weitergehen. Es ist möglich, mit Gottes Hilfe weiterzukommen, auch wenn sich Widerstände auftun. Das ist beim Volk Israel so gewesen und ist auch heute genau so. Zweites Kennzeichen. Feueranzünder sehen immer eine Lösung. Ich bin kürzlich in Nepal und ich habe Dani Bürgi wieder einmal mehr erlebt. Er ist ein guter Freund von mir und wir werden jetzt eine kurze Szene anschauen. Er ist für mich so ein Feueranzünder. Ein Mensch, der trotz Widerstand, trotz enormen Herausforderungen irgendwo das Ziel im Auge behaltet. Hört mit mir rein in das, was er da erzählt. Dani, vor gut 7 Jahren war das Erdbeben da in Yangri, 25. April. Eine riesige Katastrophe für die Gegend. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ja, wir sind hierher gekommen, mein Freund Sonam und ich. Und irgendwie hat wirklich in dieser Nacht hat Gott uns einen Plan geschenkt. Und der Plan war eigentlich sehr einfach. Zuerst Nothilfe,
mit Essen und Zelt, medizinische Versorgung, dann wieder Aufbauhilfe für die Infrastruktur, Brücke, das Kleinkraftwerk. Aber dann hat sich ein Langzeitplan daraus ergeben. Und der Langzeitplan war ganz klar gewesen, Schule. Weil letztendlich, Nothilfe ist einfach fürs Überleben. Aber für Nachhaltigkeit brauchst du Bildung. Es ist eine lange Bauzeit nachher gefolgt. Dann kommt die Sturzflut. Wir sehen hier hinten die Auswirkungen von dem Ganzen. Das Schulhaus ist zu weiten Teilen zerstört. Die Schulzimmer, wunderschön, haben die ausgesehen. Die Sturzflut, was hat die bei dir ausgelöst? Es bewegt mein Herz schon. Es wirft ja auch Fragen auf. Jetzt haben wir uns so investiert. Und was soll es denn? Oder? Warum das? Ich bin wahrscheinlich als Mensch so gestrickt, dass ich nicht bei den Fragen stehen bleibe, sondern einfach für sie schaue. Also wie kann es weitergehen? Jetzt sind wir vorgestern auf dem neuen Land, wo die Schule ankommt. Ein riesiges Gebiet, 8 Fußballfelder gross. Wir sind ein bisschen drum herum gelaufen. Es ist nicht gerodet, es hat Abhänge. Wo siehst du irgendwo die Riesen oder die Herausforderungen, die auf euch zukommen? Ja, also bevor ich die Riesen sehe, sehe ich die Möglichkeit. Es ist so ein lässiges Land. Es hat eine Haufen Struktur. Es hat Abhänge, aber dann hat es auch flache Plätze, es hat Lichtungen, es hat alte Bäume, es hat neue Bäume. Es erlaubt uns, einen ganz, ganz einen coolen Campus zu bauen, wo das Internat an einem Ort ist, ein bisschen trennt von den Schulgebäuden, dass man auch ein bisschen besser das Gefühl hat, wo bin ich jetzt zuhause oder in der Schule als Kind. Es hat Abhänge. Und wie wäre es denn, wenn Kind mit einer Zipline dort durchkommt oder so, gell? Es hat Orte, wo geeignet sind für ein Fußballfeld, für ein Basketballfeld, für ein Unihockeyfeld. Ich glaube, es ist genug gross, dass man auch Sekundar- und Primarschule auseinandernehmen können. Also, die Struktur vom Land ist sensationell, dass es uns erlaubt, etwas Tolles zu bauen, wo nicht einfach wie eine 0815 Schule ist, wo irgendwie in einem viereckigen Gelände steht, wo komplett flach ist. Riesen, ja, okay, hat es ein paar. Das Dorf ist auf 2200 Meter, das heisst, es wird auch ein bisschen kühl im Winter. Es schneit nicht jedes Jahr auf dieser Höhe da. Aber schon, wir haben keine Heizung und das müssen wir uns überlegen, baulich, wie wir es machen. Das Land ist ostexponiert und nicht südexponiert, das wäre schön gewesen, oder? Zum auch das Sonnenlicht besser einfangen. Aber das schaffen wir. Ein Riese ist sicher die Strasse. Die Strasse ist nicht ausgesprochen eine Autobahn, oder? Aber es hat eine Strasse. Hey, es hat zwei Strassen sogar. Es hat eine von hinten an den Berg und eine von vorne. Das Material auf zu transportieren ist einer der Riesen, wo wir wirklich anpacken und gut planen. Ich denke, die grösste Herausforderung sind qualifizierte Lehrkräfte überzukommen, wo apparat sind, in der relativ abgelegenen Lokation zu arbeiten und zu leben. Und das nicht konstant als ein Opfer zu sehen, sondern als einen Dienst zu sehen und eine Möglichkeit, um dem Gebiet, den Menschen da und letztendlich Gott zu dienen. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich, wie du träumst von dieser Schule, förmlich träumst und du hast ein Bild von dem, wie das soll aussehen. Kannst du etwas sagen zu dem, deine Gottesbeziehung in dem Ganzen rein? Das ist ja auch etwas, macht ja auch etwas mit dir, mit die Beziehung mit Gott und so Katastrophen. Und wir gehen nochmal weiter, fangen nochmal an. Wir sind ja alle unterwegs auf einer Lebensreise mit Gott, gell? Und ich finde, er macht das sehr schön mit uns, wie er einen Weg geht. Und vielleicht, wenn jetzt das vor 10 Jahren passiert wäre, hätte ich vielleicht den Mut auch nicht. Aber wir erleben ja so viel und es ist wie ein Besetzungsstein unter anderem auf unserem eigenen Lebensweg, wo wir zurückschauen können, die Ebenezer-Momente, wo ich erlebe und sehe, bis daher hat Gott uns geholfen. Und ich glaube daran, dass die Vision, die wir daran schaffen, das ist nicht meine Vision, das ist nicht unsere Vision, das ist ein Teil von Gottes Vision. Ich meine, er liebt Menschen in diesem Tal mehr als wir. Und er hat die Vision schon lange. Und für uns ist nur die Frage, haben wir Kraft und den Mut, darin hineinzufinden oder nicht. Spürt ihr etwas von der Mentalität eines Feueranzünder? Der redet die Riesen nicht klein, die sind da. Und es ist schwierig. Wir sind auf dieser Straße, die Schuhe gefahren, ist tatsächlich keine Autobahn, das kann ich euch sagen. Und es wird da keine werden. Da gibt es Herausforderungen, aber so Menschen, die irgendwo von dem Feueranzünder, die Mentalität, die sich hinein haben, und die haben begeistert gehört, ihnen von dem erzählt, was das Gelände alles hat. Ich meine, Hand aufs Herz.
Gerhard, du bist dabei gewesen und Regula. Wir haben gelinde gesagt, Herausforderungen gesehen. Wir haben nicht von dem gesehen, wie die Abhänge könnten sein und Unihockey, Fußballfeld und das Neckline, das da oben runterkommt. Das haben wir alles nicht im Kopf gehabt. Der Dani, bei dem lebt das schon. Das ist schon da. Und seine Leute rundherum sind von dem motiviert und angesteckt. Und wenn du in einem Team Leiterin oder Leiter bist und die Mentalität in dir hast, dann löst das in deinen Leuten etwas aus. Das ist das Spannende. Es kann demotivieren oder motivieren. Ich glaube, wir werden alle Teil sein von Teams, die motivierte Leiterinnen und Leiter vor sich haben. Die überzeugt sind von dem, wir können es schaffen, wir können es packen. Das Dritte, so Leute setzen sich mit aller Kraft für ihr Projekt ein. Die gehen einmal noch einen Schritt weiter. 4. Mose 13,30 ist der Vers vom, und wir können noch andere Verse nehmen aus dem Kapitel 14, 6 bis 8 auch, aber ich habe mal dort aufgeschrieben, das Volk war aufgebracht gegen Mose, oder? Das war eine negative Stimmung. Die haben gesagt, lasst uns die am besten umbringen. Das war auch noch so eine Episode, oder? Die haben die wollen steinigen, auch der Kaleb und der Josua. Die haben die wollen auslöschen, mundtot machen. Oder die Feuerlöscher, die sind auf die gerichtet gewesen, brutal auf die gerichtet. Und in dem Kontext, von dieser aufgebrachten, aufgeheizten Stimmung, da sagt, versucht, den Kaleb zu beschwichtigen. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte und ermutigte die Leute. Lasst uns aufbrechen, wir können es bestimmt schaffen. Wir können es bestimmt schaffen. Da gibt es die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, aber es ist möglich. Leute, es ist möglich. Lasst uns festhalten. 2 Millionen Männer und Frauen haben nicht mehr viel Hoffnung gesehen, sind deprimiert gewesen, wollten umkehren. Und die beiden haben sich mit allem, was sie hatten, dafür eingesetzt, wir können es schaffen. Lass uns vorwärts gehen, lass uns weitergehen. Ein kurzer Gedanke zum Wir. Schau, als Heuschrecken bist du tatsächlich ein kleines Ding. Du bist keine Macht in dieser Welt. Und ich würde es mal von mir und von dir auch behaupten. Du allein bist keine Macht in dieser Welt. Es ist ganz etwas anderes, wenn Heuschrecken sich zusammentun. Wir haben alle so Bilder vor Augen. Dann sind die eine Macht, dann bewegen die etwas auf dieser Welt. Da sieht das Feld nachher nicht mehr gleich aus, wenn die mal kurz durchgezogen sind. Das ist eher negativ prägt, das Bild. Aber es geht mir um einen anderen Vergleichspunkt. Es geht mir um den Punkt, miteinander haben die unheimlich Power. Und ich möchte heute Morgen eine Lanze für Kleingruppen brechen. Schau, du kannst schon sagen, ich bin ein Heuschrecke, ich brauche keine Kleingruppe. Dann sage ich, wow, dann bist du, Alex, das XXXXL Heuschreckenteil. Oder was so durch die Welt kommt. Ich bin es nicht. Und ich meine, viele von uns sind es auch nicht. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Gruppen zusammentun, die Kleingruppen oder Dienstgruppen und miteinander Leben teilen? Kleingruppen haben nicht nur den Nutzen davon, dass sie dir immer etwas bringen muss, dass der geistliche Input immer das Zentrale wäre, was dich weiterbringt. Kleingruppen ist schlicht auch ein Zusammensein von Freunden, von Männern und Frauen an deiner Seite, an meiner Seite, wo du kannst sagen, Leute, ich habe die Herausforderung. Bitte kämpft mit mir, betet mit mir. Ich kenne so Zeiten in meinem Leben, da hat mein Glaube irgendwo wie nicht gelangt. Und ich habe Leute an der Seite gebraucht, die mich ermutigt haben, Peter, gib nicht auf. Peter, mach weiter. Ich habe im Verein junge Spieler und Spielerinnen gebracht und gesagt, das ist jetzt aber nicht dein Ernst, wenn ich gesagt habe, komm, nach 2/3, da lassen wir die Segel streichen. Das war mal eine Aktion in Thun. 7-2 retour gelegen. Und ich wollte auf 2 Linien gehen, wir sind auf 2 Linien gewesen, wollen auf 3 gehen, dass wir mehr Kräfte haben für am Sonntag das nächste Spiel. Und meine Spieler, die jungen Typen, die haben gesagt, spinnst du jetzt? Hast du die Hoffnung aufgegeben? Und weil ich der Chef war, haben wir gesagt, wir gehen jetzt genau gleich auf 3 Linien wieder. Und sollten wir 1-2 Töpfe schiessen, dann gehen wir wieder auf 2 runter. Und vielleicht ist da der Motivationskick, sie gesagt, ja, nichts, sie haben es mir auf jeden Fall zeigen und machen 2 Reime und wir haben am Schluss das Spiel gewonnen. Schau, Feuerlöscher oder Feueranzünder? Das ist die Frage. Und oft sind wir so kleine Grashüpfchen und wenn du das Feuerli hast und brennt, dann hat es Leute an deiner Seite. Schau, wir brauchen die Leute an unserer Seite, in Kleingruppen,
die gerade dann in dem Moment da sind. Dann, wenn du spürst, da hat es Leute um mich herum, die neigen zu dieser Mentalität von den Feuerlöschern. Kleingruppe, überleg das gut. Wir haben draussen das Angebot. Klingt ein, überleg dir das, ob das etwas wäre. Du kannst schon allein kämpfen, aber du musst nicht. Es ist auch nicht sinnvoll. Es ist besser, miteinander unterwegs zu sein. In diesem Leben stellt Herausforderungen genug. Die Frage heute Morgen an dich, meine Frage an dich, ist schlicht wie: Was möchtest du sein? Feuerlöscher oder Feueranzünder? Ich möchte dich zu dem ermutigen, Feueranzünder zu sein. Es ist die Mentalität von Gott. Es ist die Mentalität, die Josua und Kaleb gelebt haben. Ich möchte dich ermutigen, mit dem Gott unterwegs zu sein, der sagt, du kannst über Mauern springen. Du kannst es packen, du kannst es schaffen, du kannst riesige Herausforderungen überwinden. Das ist die Mentalität Gottes. Wir stehen so im Umbruch als Kinder. Irgendwo. Wir sind in diesem neuen Saal rein. Und ich spüre da und dort selber in meinem Umfeld, wo ich drin arbeite, unter uns Pastoren, mit diesen Gruppen, wo ich unterwegs bin, da gibt es noch manches, die herausfordern in diesem Saal rein. Um eine zu nennen, die Lautstärke, gell? Bei den Liedern. Da sehe ich nicken und zustimmen. Und endlich sagt das mal einer. Um das geht es gar nicht, Leute. Der Saal ist grösser und es ist ganz, ganz diffizil, da innen irgendwie die Lautstärke bekommen. Es sind etwa 35 Leute, die rund um den Ton herum arbeiten, alles zusammen. Und jeden Sonntag bis jetzt sind andere Leute dran. Und die müssen wieder herausfinden, wie tut das am besten, wie kommt das am besten von der Wand zurück, vom Dach, wie viel schlucken die Leute. Das sind alles Schwierigkeiten. Jetzt könnt ihr sagen, komm, lass uns doch wieder zurückgehen, die Übung abbrechen. Wir haben doch hier unten einen Saal, dort ist so heimelig gewesen. Du bist ja schneller beim Kaffee unten, weißt du, oder am Glassestand oder wo auch immer. Ja, wie hättest du aufgeben? Wir hätten ja schon 10 Mal aufgeben können auf dieser Reise. Es wäre doch Sünde und Schade. Also, ob es eine Sünde ist, weiß ich nicht. Aber es wäre schade, oder, wenn wir jetzt aufgeben würden. Jetzig. Leute, lasst uns Geduld haben. Lasst uns daran glauben, dass wir all diese Sachen irgendwann in den Griff bekommen. Lass uns in den Teams, wo wir sind, Feueranzünder sein. Es hat genug Leute, vermutlich um dich und mich herum, die immer irgendwo wieder sagen, heute Morgen ist wieder Katastrophe. Ich habe am letzten Sonntag jemanden erlebt, im René oder so. Es ist gar nichts Schlaues eingefallen zu der Predigt, aber es war einfach ein Zeichen. Und dann gehst du heim als Pastor und was macht es mit dir? Du sagst, da hat es wieder 10 gehabt, wo, also nicht, dass wir immer sagen müssen, Peter, es war alles gut gewesen. Auf keinen Fall, gell? Zu dem wird ich gar nicht kommen. Mein Punkt ist mehr der, lass uns Geduld haben miteinander. Lass uns weitergehen. Schau, der Saal ist nicht das verheißene Land, aber wir haben so tolle Möglichkeiten mit dem Saal. Und das wäre so genial. Und wir kommen das in den Griff über, da bin ich überzeugt miteinander. Aber wir brauchen eine ermutigende Atmosphäre, jeder um sich herum. Kinder, oder? Die Wege sind viel weiter bei den Kindern. Die Teenies sind weiter weg. Auch die brauchen Ermutigung. Lasst uns Menschen sein, die ermutigen. Die andere ermutigen, die im Team ermutiger sind. Das heisst nicht, dass wir die Augen zumachen müssen von dem, dass es Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Sachen, die noch nicht gehen. Absolut nicht. Über die müssen wir reden. Nur so kommen wir weiter. Aber es gibt so eine Mentalität, die, ich lasse jetzt sein, gell? Das ist ein bisschen gefährlich da für Zielen und für die Joni da vorne. Es gibt so eine Mentalität, die es schwierig macht, es weiterentwickeln. Ich möchte beten. Ich möchte beten um ein Herz, dass Gott uns ein Herz schenkt von Feueranzündern. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass das nicht aus uns raus muss wachsen. Du bist der, der unsere Herzen verändert. Und mit dieser Bitte komme ich zu dir heute Morgen, kommen wir zu dir. Schenkt uns Herzen, wo andere können ermutigen können, Herzen, die für etwas sind, Herzen, die möchten weitergehen. Ich möchte dir danken für das tolle Geschenk, das wir hier haben dürfen überkommen und in Besitz nehmen. Ein Stück auch heute Morgen, den Saal im Entra, mit all diesen tollen Möglichkeiten.
Und Jesus, da gibt es Herausforderungen, da gibt es kleinere und grössere Riesen, wo irgendwo, wo es noch nicht so ist, wie wir uns das denken und wünschen. Lass uns Atmosphäre generieren, vom Miteinander, vom Füreinander sein, vom Positive annehmen und das Positive sehen. Danke, Jesus, dass das in uns hinein arbeiten kann. Gegen alles andere, wie wir vielleicht konditioniert sind, wie wir geprägt sind, wie wir vielleicht auch Persönlichkeitsstrukturen in uns hinein tragen, die immer eher aufs Negative, das halbvolle Glas fokussiert ist. Schaffe unser Herz, Jesus. Danke vielmals. Und lass uns für unser Umfeld, für unsere Nächsten, für unsere Familie, für unsere Kinder Ermutiger sein. Menschen, die ermöglichen, die für etwas sind. Danke von ganzem Herzen. Wir loben dich, wir preisen dich. Amen.